Jeder Fotograf hat ja diese Fotos, auf die er ganz besonders stolz ist. Und dann gibt es die Fotos, auf die man aus irgendwelchen Gründen nicht so stolz ist, weil sie technisch nicht so gut sind oder weil man irgendwas verkackt hat. Und dann gibt es Fotos, die nie das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Und die Geschichte eines solchen Fotos möchte ich euch heute erzählen. Und zwar geht es um dieses Foto. Das ist das kleine Örtchen Hallstatt in Österreich. Das ist ja eigentlich ein schönes Foto. Also warum hat es das jetzt irgendwie nicht geschafft, auf einem meiner Kanäle veröffentlicht zu werden? Und hierzu braucht es vielleicht erstmal ein bisschen Kontext. 2017 machten wir einen Kurztrip in die Dolomiten. Ja, die Dolomiten. Den gefühlten Instagram-Hotspot von Europa. Wir waren auf der Jagd nach den bekannten Spots wie der Kirche St. Magdalena im Wilnestal oder dem Pragser Wildsee. Und abgesehen davon, dass die Locations traumhaft schön sind, fühlte sich der Urlaub trotzdem so an, als würde man den Instagram-Shots hinterherjagen. Als würde man eine Liste abhaken, als würde man etwas hinterherrennen, das schon tausende andere gemacht haben und wahrscheinlich auch besser gemacht haben. Also hörten wir an einer bestimmten Stelle damit auf und entschieden uns, von dem Instagram-Weg wegzugehen und statt zu den drei Zinnen zu laufen, einfach eine Wanderung zu einer Hütte zu machen, von der ich bis dahin noch nie gehört hatte. Das war der Moment, wo sich dann die Erholung einstellte und was auch wirklich der beste Teil des Urlaubs war. Und auf dem Heimweg entschieden wir uns dann, in Hallstatt Halt zu machen. Wir kannten Hallstatt, wir kannten die wunderschönen Fotos von diesem idyllischen Ort, aber wir kannten eigentlich den Ort selber nicht wirklich. Und als wir dort ankamen, war das Ganze irgendwie alles andere als idyllisch. Also irgendwie schon, aber irgendwie war es auch gruselig. Denn dieser Ort ist komplett auf Tourismus ausgerichtet. Also da ist nichts mehr von Idylle, da geht es nur noch darum, die Leute dorthin zu karren, die dieses eine Foto machen. Wer mir nicht glaubt, hier sind ein paar Beispiele aus dem Web. Es gibt also ausschließlich dieses eine Foto und neben dem gibt es eigentlich nur irgendwelche komischen touristischen Läden. Also von Ursprung und Natürlichkeit finde ich, ist dort wenig übrig geblieben als die Architektur. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen gefühlt wie in einem schlechten Horrorfilm, als ich dort war, weil einfach alles so mega unauthentisch wirkte. Es war nicht so, dass dort die ursprüngliche Bevölkerung lebte, die man so erwartet und auch mit der typischen Gastfreundschaft, die man aus Österreich so kennt. Nein, es war einfach wirklich wie eine Filmkulisse. Fazit: seltsames Örtchen. Schon ganz nette Lage, aber ja, so ein Internet-Hype halt, ne? Travel Experience. Eher nicht so. Ne, not worth it. Dieses ganze Dorf ist einfach nur für Touristen gemacht. Gibt ein paar Glaskugeln und ein paar komische Steinelefanten, warum auch immer. Und naja. Die Erfahrung auf der Hütte gestern war um einiges besser. Das Geilste, es gibt Leitdirndl für dein Foto. Ne? Kannst du dir hier ein schönes. Kannst du dir hier ein schönes Foto, ein schönes Dirndl ausleihen? Kannst dich zum See stellen, machst ein Foto, gibst es wieder ab. Perfekt. Jetzt ist dieses Foto natürlich trotzdem irgendwie super schön, aber irgendwie ist es bei mir so ein mega Zwiespalt. Also, warum veröffentliche ich dieses Foto nicht und was ist denn eigentlich falsch mit dem Foto? Es ist nicht so, dass dieses Foto nicht schön ist. Ich finde es eigentlich ganz gelungen. Das Wetter hätte besser sein können, aber naja. Der Punkt ist, dass keines dieser Fotos von diesen ganz berühmten Spots einem irgendwas Besonderes gibt. Man kennt das schon alles und man hat das schon alles tausendmal im Web gesehen. Und deshalb ist es auch eigentlich keine Überraschung mehr, wenn man dort ankommt und das Foto dann wirklich selber macht. Im Endeffekt fühlt sich das also alles wenig originell an und tatsächlich fühlt man sich, während man dieses Foto macht, so, als würde man einfach nur kopieren. Und das ist irgendwie nicht das, was ich mit Fotografie verbinde. Der Punkt ist nämlich, es gibt schon tausend Versionen dieser, genau dieser exakten Komposition
in viel besserer Ausführung. Das große Problem ist nämlich, dass das Fotografieren solcher Orte und solcher bekannten Kompositionen, also dort gibt es eben diese eine Komposition mit leichten Unterschieden, aber dass das immer sehr aufs Glück ankommt. Was habe ich dort für ein Wetter, zu welcher Tageszeit oder zu welcher Jahreszeit bin ich dort? Und je nachdem, wie viel Glück oder wie viel Pech ich habe, mache ich eben ein sehr gutes Foto von dieser Komposition oder ein sehr beschissenes Foto von dieser Komposition. Meins ist wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, was macht denn eigentlich ein Foto aus, das ich veröffentlichen will oder das ich auch gerne zeige? Und was macht denn die Fotografie für mich aus? Und für mich ist der Reiz an der Fotografie eigentlich daran, das Unbekannte zu entdecken. Ganz egal, ob vor der eigenen Haustür oder weit weg in anderen Ländern. Und dazu gehört natürlich auch irgendwie die Herausforderung, eine neue, spannende Komposition zu finden von einem Ort, den man vorher noch niemals gesehen hat oder von einem Ort, der einfach noch nicht so häufig fotografiert worden ist. Letztendlich geben mir diese Fotos viel mehr Belohnung. Zum Beispiel eine anstrengende Wanderung oder eine Beharrlichkeit, immer wieder an einen Ort zurückzukommen und den in den besten Konditionen zu fotografieren oder eben was ganz Neues zu entdecken, das man vorher noch nie gesehen hat und das auf Foto festzuhalten. Das ist viel lohnender und viel mehr das, was ich eigentlich zeigen will. Und das macht für mich ein Foto aus, das ich auch gerne veröffentlichen möchte. Das Ding ist, in Zeiten von Instagram und Co. ist es oft so, dass man komplett alles aus den Augen verliert, um nur zu diesen Spots zu fahren, wo man weiß, so ja, das funktioniert eh gut und da kann ich ein geiles Foto machen. Genau eben diese Locations, die ich gerade genannt habe. Auch Island ist so eine Location, wobei Island weit mehr zu bieten hat als den Skoggafoss oder den Diamond Beach. Und diese Locations kannte ich vorher einfach nicht. Und die zu entdecken und zu fotografieren, also ganz Island ist fotogen. Warum sieht man immer nur wieder die gleichen Spots? Ja, einfach, weil es einfach ist, die zu fotografieren. Letztendlich schafft man damit aber nicht wirklich Originelles. Es ist jetzt nichts Schlechtes dabei und es ist auch nichts Falsches dabei, die Orte trotzdem zu fotografieren, trotzdem dorthin zu fahren. Aber mein Fazit von der ganzen Geschichte ist irgendwie, man sollte nicht in diesen Kopiermodus verfallen und sagen, ich will dahin. Damit bin ich einfach schon oft genug reingefallen. Wenn man irgendwo hinfährt, wo man weiß, ich will dieses Foto machen, es wird nie so, wie es ist. Und eigentlich ist es eine viel größere Enttäuschung als Belohnung. Lohnenswerter war für mich immer dieses neue Orte erleben und durch die Kamera sehen und davon ein Foto mit nach Hause zu nehmen, das auch für mich eine Geschichte erzählt, das für mich eine gute Erinnerung transportiert und das vielleicht auch eine starke Aussage für andere Betrachter hat. Letztendlich wird man mit solchen kopierten Fotos auch wenig Erfolg haben, denn heutzutage können so viele Leute mit wenig Kamera-Equipment gute Fotos machen und die Qualität von Bildern oder der Wert von Bildern misst sich gar nicht mehr so sehr an der Qualität, an der Bildqualität, sondern vielmehr daran, wie originell ist das Foto und wie schwer ist der Ort zu erreichen. Das sind so die Faktoren, die heute zählen. Und da kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen, mit einem Foto von Hallstatt reißt man keinen irgendwie vom Hocker und damit wird man sicherlich auch nicht erfolgreich. Das sind so die Gründe, warum ich das auch nicht veröffentlichen will. Wenn man das Ganze auf einen Satz runterbrechen will, dann bleibt zu sagen, irgendwie sei originell und versuch, egal ob vor der Haustür oder an fremden Orten, versuch neue Orte zu entdecken, versuch neu durch deine Kamera zu sehen und bitte versuch nicht das gleiche Foto zu machen wie irgendjemand anders oder wie 1000 andere vor dir. Das ist zwar in Zeiten von Instagram sehr schön und wenn du das machen willst, grundsätzlich spricht auch nichts dagegen. Aber Reisen nur wegen eines kopierten Fotos, das ist meiner Meinung nach nicht der Sinn von Reisen, das ist meiner Meinung nach auch nicht der Sinn von Fotografie, sondern das Erlebnis, also neue Orte zu sehen, Neues zu entdecken, die sich auf Land und Leute einzulassen und wirklich zu spüren und das in einem Foto festzuhalten und diese Erinnerungen mit heimzunehmen, das ist, was Reisen und Fotografie ausmacht. Es gibt also noch viele Orte da draußen zu entdecken. Auch ich bin regelmäßig in wenig fotografierten Orten Deutschlands, Bayerns, einfach weil ich das Glück habe, hier zu wohnen. Auch hier ist es wunderschön. Es gibt zum Beispiel dieses Foto von einem Ort, an dem ich
ja, bestimmt schon 50 Mal war und nie ein gutes Foto mit nach Hause genommen habe, bis zum letzten Jahr. Aber auch hier, Beharrlichkeit zahlt sich aus und letztendlich war es jedes Mal die Wanderung wert, einfach aufgrund der Erinnerung. Damit sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende dieses Videos. Wenn es dir gefallen hat, gilt wie immer Daumen nach oben, Fragen in die Kommentare. Wenn du anderer Meinung bist, dann können wir das auch gerne diskutieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht zu konfus oder zu schnell oder zu wenig ausführlich war. Frag mich gerne, wenn du was fragen willst. Ansonsten nicht vergessen, den Channel zu abonnieren und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.